Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Aber das ist doch mal ein geiles Bild, oder? In der letzten Folge haben wir das Institut ein bisschen untersucht und jetzt machen wir weiter damit, weil das ist hier noch verdammt riesig. Und ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Nein. Polarisator, was will er von mir? Reden wir mal mit einigen Leuten, mit denen wir hier reden müssen. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier nicht angegriffen werden Erzählst irgendwann. du mir etwas über diese mysteriöse Phase 3? Du weißt, dass ich nicht darüber reden kann. Wie ich hörte, kriegen wir eine neue Nahrungsergänzung. Okay. Drei Genehmigungsstufen. Ist das zu Irgendwann viel? ist hier noch. Drei. Drei, ich weiß. Ich entschuldige mich für Störungen, die meine Arbeit hervorrufen könnte. Wir müssen noch mit ein paar Doktoren hier reden. Oder Wissenschaftlern, hier sind ja alle Wissenschaftler. Also ja. Wo, was? Wo muss ich hier hin? Nicht noch höher? Hallo? Oh, ich war so weit von sterben hier. Alles wird auf mich losgehen, ich sehe ja schon. Vor allem das Gleiche ist auch in Fallout 3 passiert. Ich werde irgendwie in die Enklave eingeladen vom Präsidenten. Er sagt, ich kann hier überall durch die Gegend rennen. Gibt auf einmal einen anderen Befehl, dass dem mich bei Sichtkontakt töten sollen. Ich meine, ja, was soll das? So, wo zum Ich kann Ihnen gar Kuckuck? nicht sagen, wie beeindruckend es ist, Muss in ich Ihrer hin? Nähe zu sein. Ich werde aus dem Fall nicht irgendwie schlau. Irgendwo dahin. Vater ist mehr als nur Ihre Nein, Arbeit. vielleicht, ne? Hi, was Alle geht? Systeme normal. Oder sogar noch ein geileren Helm. Schon wieder ein anderes Gebiet. Das war aber kein Ding, das in einem anderen Gebiet war. Ich denke wirklich darüber nach, in der Robotik mal mit dem Knüppel reinzuschlagen. Was jetzt? Sie trödeln mit meinen angeforderten Zielverbesserungen rum. Vielleicht sollte ich mal ein paar Runner mitnehmen. Das Mal alles könnte wird hier überwacht. bitte nicht. Es gibt schon genug Das Reibereien zwischen Munition. eigentlich allen anderen Abteilungen. Wirst du etwa weich, Alana? Meine Methoden bringen Ergebnisse und so auch diesmal. Wirst schon Also sehen. wissen die, wenn ich hier irgendwas geklaut habe, ne? Mich einfach bedienen, okay. Hohoho. Aber sind nicht nur eine immer. Ich glaube, es war immer nur eine. Ich glaube schon eine, aber egal. Zap Terminal. Machen der 7. LP in meinem Let's Play. Zap. Schon irgendwann mit verschiedenen Waffen. Und zweimal jetzt ungefähr. Okay. Leo. Wenn das Gammelkala okay, da sind aber keine Sims, oder? Sollte ich vielleicht alles mal lesen, ne? Auch Sims können Fehlfunktionen haben, wenn das nur nicht so oft passieren würde. Hi. Die Hälfte der Zeit verbringe ich damit, die Leute zu besänftigen, die Justin verärgert. Wir müssen mit den anderen Abteilungen zusammenarbeiten können. Und das ist schwierig, wenn sie ständig sauer auf uns sind. Was macht Justin denn, dass es zu Reibereien kommt? Er ist einfach aggressiv und anstrengend. Er glaubt, seine Probleme sollten für alle das Wichtigste sein. Ich muss aber zugeben, dass die anderen Abteilungen unsere Bedürfnisse nie besonders ernst genommen haben.
Sie sehen uns wohl als notwendiges Übel. Schwer, geht meine PS4 so ab. Ich glaube, die explodiert heute noch. Aber was erzähle ich wieder? Die erste Chance, uns miteinander bekannt zu machen, und ich beschwere mich nur. Wie dem auch sei, es war schön, dich kennenzulernen. Ja, meinetwegen. Was geht? Ich bediene mich hier nur. Nichts dagegen, ne? Willst du ja noch machen, hm? 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 Mein Sohn ist hier der Anführer. Entschuldigung. Die Anpassung wird schon. Ja, Justin, ich habe ja noch gerade gesehen. Dr. Ormans Vorlesung über kalte Fusion war nicht weniger als eine Offenbarung. Ist ja alles so friedlich. Oh mein Gott, was werden die mir immer machen? Wenn die Abteilung Robotik ein bisschen vorsichtiger wäre, würde kein Synth zu fliehen versuchen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Hey, Doc. Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Synth-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Ich bin der Großvater. Probleme geben, oder? Warum vertraust du mir nicht? Ganz ehrlich? Weil du jemand von draußen bist. Seit langer Zeit die erste Person von draußen, die das Institut betreten darf. So etwas gab es noch nicht oft. Daher ist es normal, etwas vorsichtiger zu sein. Ist nichts Persönliches, bestimmt nicht. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Synth-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Synths zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Es ist wohl am besten für alle, wenn die Synths hier bleiben. Ganz bestimmt. Hochentwickelte Technologie des Instituts darf nicht... Ja, das wäre am besten für alle, wenn alle weg sind. Die Auswirkungen könnten katastrophal sein. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weiß ich, habe einen getötet. Begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Oh, ein Fatman. Das war reinste Kampferfahrung. Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Hm. Du hast die spezielle Ausbildung der Runner erwähnt. Erzähl mir mehr darüber. Das SEB überwacht ständig unsere Gen 3 Synths und sucht nach bestimmten Eigenschaften. Diejenigen, die beharrlich, furchtlos und unabhängig agieren, durchlaufen ein hartes Trainingsprogramm. Sie erlernen den Kampf mit und ohne Waffen, Untersuchungstechniken sowie psychologische und mechanische Fertigkeiten. Diejenigen, die dann einen finalen Test bestehen, werden zu Runnern. Bei den anderen werden die Erinnerungen gelöscht, bevor sie wieder ihren vorherigen Aufgaben nachgehen. Habe ich das Interferometer abgeschaltet? Okay. Ja, wenn ich mal auf falsch bin, muss ich mit jemandem reden. Dreck. Ich versuche diese einen Ding zu finden, ja, diesen einen Zielmarker. Melden Sie alles Verdächtige dem SEB. Hier ist noch irgendwo was, aber. Ah, jetzt nehme ich nicht auf den Arm. Wo ist das? Aber er zeigt mir nach oben, also muss ich irgendwie nach oben. Jetzt sehen wir noch weiter nach oben. Und er sagt hier, verlasse das Institut. Ja, boah. Bah. So ein Dreck. Dann suchen wir mal Dr. Lee und einen Ayo oder Ayo-Typen oder Typinnen. Hab ich noch nicht gefunden. War männlich oder weiblich, war keine Ahnung. Gott, warte mal hier. Fortschrittliche Systeme. Da habe ich ja noch so einen Aufzug gefunden, der bestimmt auch noch irgendwo hinführt.
Ich bin mal gespannt, wie alt Dr. Lee hier ist. Sie sitzt schon seit mehr als 2 Stunden dran. Sicherheit geht vor. Was testet sie überhaupt? Denkt dran. Nichts. Jetzt macht sie das nur noch aus Spaß. Doc? Da du neu hier bist, solltest du dich mit den Sicherheitsmaßnahmen vertraut machen. Je früher, desto besser. Jetzt mal, wenn ich mit jemandem sprechen, geht meine PSP ab. Ordnung und Ordnung sorgt für Effizienz. Ja, das war produktiv. Nee, das ist nicht Dr. Lee da hinten. Worte, die jeder ehemalige Soldat nachvollziehen kann. Ein Mann, der die Notwendigkeit von Disziplin versteht, ist eine wertvolle Ergänzung. Ich habe ein paar Handbücher zusammengestellt, allerdings ist das Jahre her. Ich lasse dir eins zukommen. Klingt gut. Dann mach's gut. Das war irgendwie merkwürdig. Hey, um Himmels Willen, ich kann meine Notizen nicht finden. Okay. Einfach ist, ich möchte mit denen nicht reden, hätte auch gereicht. Mit dem ich ja nur hier, ne? Ihr habt noch nichts dagegen, ne? Bestenfalls zur Schlamperei, schlimmstenfalls zum Tod. Hi. Hey, Doc. Oh, hallo. Wo? Tut mir leid, wenn ich abgelenkt bin. Ich habe mir 5 Baupläne gemerkt und vergleiche sie jetzt im Kopf. Das ist erstaunlich. Oh, tja, wo das kennen viele von uns. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich Vater bewundere. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich hoffe wirklich, du bleibst bei uns. Ein Zeichen kenne ich, was die alle auf der Brust haben. Wo ist Dr. Lee? Ja? Dr. Lee. Oh, du bist es. Du bist nicht berechtigt, hier zu sein. Hatte sie diese Stimme? Ich weiß es ja nicht. Ich kenne nur die englische. Eigentlich war ich auf der Suche nach dir. Nach mir? Wieso? Sieht aber ein bisschen älter aus, wie ein Vorderteil. So vielleicht doch 10 Jahre. Stählerne Bruderschaft hat mich geschickt, dich zu finden. Du redest nicht um den heißen Brei rum, das muss ich dir lassen. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Ich fühle mich schon seit fast 10 Jahren ständig beobachtet und habe nur darauf gewartet, dass sie jemanden wie dich schicken, um mich zu töten. Warum sollten wir dich töten wollen? Ich habe ziemlich heikle Arbeiten für die Stählerne Bruderschaft erledigt. Lions hat mich zwar gehen lassen. Ja, Lions, genau. Er war der Anführer der Bruderschaft. In Fallout 3. Deshalb bin ich zum Institut gekommen. Es war der einzige Ort, an dem ich mich sicher vor der Bruderschaft gefühlt habe und an dem ich weiter forschen konnte. Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Die Bruderschaft braucht deine Hilfe. Braucht meine Hilfe? Wieso? Sie schienen alles im Griff zu haben, als ich ging. Hast du irgendwelche Projekte zurückgelassen, die du gerne abschließen würdest? Du solltest wissen, dass du mich das nicht zu fragen brauchst. Wenn sie dir nicht gesagt haben, woran ich gearbeitet habe, dann wollten sie nicht, dass du es weißt. Und ich werde sicher nicht meinen Hals riskieren und ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse lüften. Sag mal... Warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Ich geb's auf. Was wäre nötig, um dich zu überzeugen? Okay, spielen wir dein Spielchen. Ich hatte einen Kollegen hier unten, einen Dr. Virgil. Vor ein paar Monaten gab es einen Unfall in seinem Labor, bei dem er getötet wurde. Ich wollte bei der Untersuchung helfen, aber Vater hat das Labor Stimmt, das habe ich fast vergessen. Und behauptet, es wäre kontaminiert. Der Vorfall hat mich nie losgelassen. Und je mehr Fragen ich gestellt habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass Vater ihnen ausweicht. Wenn du mir verlässliche Informationen darüber bringst, wie Virgil gestorben ist, Virgil ist nicht tot. Gefallen der Bruderschaft und ziehe dein Angebot in Erwägung. Abgemacht? Ich weiß, das wird wie ein Schock sein. Aber Dr. Virgil lebt noch.
Ich habe ihn persönlich getroffen. Ach bitte. Glaubst du wirklich, so ein billiger Trick funktioniert bei jemandem wie mir? Hör auf, dich mit Lügen um die Arbeit zu drücken. Entweder beschaffst du mir die Beweise, oder wir haben nichts weiter zu bereden. Abgemacht? Na gut. In Ordnung. Dr. Virgils Labor war in der Abteilung Biowissenschaft. Ja. Ich kann dir einen Code geben, mit dem du in die Abteilung kommst. Aber das Labor wurde versiegelt, also musst du selbst einen Weg hineinfinden. Ich würde dir ja sagen, dass du es leise angehen solltest, aber du gehörst zur Bruderschaft und Diskretion ist nicht gerade eure Stärke. Ach ja, falls du erwischt wirst, hat dieses Gespräch nie stattgefunden. So, damit alles normal und natürlich aussieht, lass mich mal deinen Pip-Boy sehen. Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Ah, cool. Danke. Ich bin sicher, das wird sich als nützlich erweisen. Angesichts der Tatsache, dass der Transmitter die einzige Möglichkeit ist, ins Institut zu gelangen, ist nützlich wohl eine leichte Untertreibung. Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das sollte dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Und wo wir gerade von Vertrauen sprechen, ich vertraue darauf, dass unser kleines Gespräch unter uns bleibt. So, und jetzt muss ich zurück an die Arbeit und du hast sicher auch zu tun. Okay. Die Stimme kenne ich aber. Habe ich schon sehr oft gehört in deutschen Rollenspielen. Also Rollenspiel mit deutschen Sprachausgabe. Wie Dragon Age und so. Okay. Da glaube ich noch jemand. Sicherheit geht vor. Denk dran. Ja. Okay. Warum hätte ich nichts irgendwie sagen können, dass der Virgil-Typ noch lebt? Er ist ein Supermutant. Aber stimmt, ich muss das Serum noch finden. Da habe ich ganz vergessen. Ja. Vielleicht kriege ich ja Serum, wenn ich das erledige. Ich frage mich immer noch, was dieser Aufzug da ist, den ich da gefunden habe. Biowissenschaft, ja. Okay. Ich darf nicht erwischt werden. Also hier schon. Ich mir vielleicht diese eine Klamotte kaufen sollen, die meine Schleichaktion irgendwie ein bisschen verbessert. Kommen ja aber viele Energiewaffenmunition, viele Energiezellen. Cool. Ja. Und viele Stimpacks. Aber jetzt, wo sogar Sean hier mir so ein Ding gegeben hat, womit ich mich raus und rein teleportieren kann, glaube ich, schon Vertrauensbeweis genug. Mal noch her. Jemand ist hier? Okay. Wer bewacht das hier? Der Ehrengast ist eingetroffen, ne? Wo man aufgeschlossen sein sollte. Okay. Kann jeder lesen, wen das interessiert.
Little. Ich frage mich, ob die irgendwas zu James noch sagt. Hier, dem Vater von dem Hauptcharakter aus Fallout 3 oder irgendwie so. Oder den Hauptcharakter aus Fallout 3 an sich irgendwie so anspricht hier. Wäre mal nicht schlecht. Wow. Was hatten wir für ein Throwback auf einmal? Okay. Ich kann anscheinend entdeckt werden. Was geht? Wir haben vorher Stay Off. Ich dachte jetzt schon Isaac Clark. So ist der Hauptcharakter aus Dead Space. Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es er irgendwie nicht mehr gewesen. Sie ist wirklich atemberaubend. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gerne. Jetzt geht meine PC schon wieder ab. Jetzt mal, wenn ich rede. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik. Ich gleich aufzunehmen, das macht mich irgendwie nervös. Irgendwann explodiert meine PS4 hier. Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist nein. Noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Ja, ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen als künstliche Gorillas. Ich für meinen Teil finde sie faszinierend. Natürlich bin ich ein wenig voreingenommen. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Zurzeit versuche ich, für alles offen zu bleiben. Eine große Entscheidung. Aber auch eine seltene und wichtige Gelegenheit. Ich hoffe ja, du musst nichts überstützen. Mich hier anzuschließen bedeutet nicht, direkt gegen alle anderen zu sein. Ich antworte aber auch gern alle deine Fragen. Oh, was? 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 Was ist hier los? Dann hab ich verpasst. Die Gorillas, ach da sind Gorillas. Warum gehen auf einmal alle auf mich los? Was passiert? Guck mal einen Moment weg und dann schießen sie alle auf dich. Was ist passiert? Habe ich es gemacht? Alter! Wer hat mich hier abgeschossen? Hallo? Den meisten fehlt die Geduld zur Beobachtung und Dokumentation von Flora. Ich habe mit dir geredet. Tom, schön, dass du hier bist. Dr. Clayton, ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gern eine, wie der Name andeutet, unser wichtigstes. Dazu bauen wir hoch. Wir haben uns sogar. Du hast bestimmt. Es gibt wohl nichts, was er nicht hinbekommt. Mit harter Arbeit und kreativ. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Ich bin mir nicht sicher. Zurzeit versuche ich für eine große Entscheidung. Aber auch eine seltene und wichtige. Ich kann mir vorstellen, dass du dich noch weiter umsehen möchtest. Ich beantworte. Was? Warum ballert er mich ab? Was ist denn los? Warum ballert er mich einfach so mitten?
Ich rede mit denen und schon ballern mich alle ab. Was? Was soll er hat? Ey. Weil ich unterhalte mich nur mit denen. Das ist das Institut, okay. Das ist nicht, Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich mich nicht anschließe. Ist doch gar nicht wahr. Alter. Geschafft. Weil ich gesagt habe, dass ich jetzt noch nicht sicher bin oder was, dann bringen die mich alle um oder wie? Der hat mir doch einen Chip gegeben, womit ich mich raus und rein bewegen kann im Institut, also nehme ich doch mal sehr stark an. Dann nehme ich doch mal sehr stark an, dass denen das nichts ausmacht, ob ich mich anschließe oder nicht. Was haben wir hier schon wieder? Ah. Was passiert hier? Cool. Jetzt komme ich mir wieder vor wie im Ödland. Okay. Wow. So viel zu sicher einschleichen, ne? Oh Gott. Oh, wat? Nicht so ein Viech, bitte nicht so ein Viech. Part jetzt hier so gut wie beenden. Was ist das? Und das? Und das? Nein, und das? Uff. Okay. Scanner deckt Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich beende die Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.